Er ist der Mann, der im Osten Deutschlands Rekorde brach. Mit seinem Hit Wie ein Stern verkaufte Frank Schöbel mehr Platten als jeder andere und eroberte die Herzen vieler Fans. Doch der Schlagerstar hat auch eine Schattenseite der Berühmtheit kennengelernt. Immer wieder kursieren im Netz absurde Gerüchte über seinen Tod. In einem Interview bei Volle Kanne erzählt Frank Schöbel auf humorvolle, aber auch nachdenkliche Weise, wie oft ihn das Internet schon sterben ließ. Ich bin bestimmt schon 5-mal tot gewesen, witzelt er, doch für seine Familie und Freunde sind diese Falschmeldungen alles andere als witzig. Ein enger Freund brach sogar schon in Tränen aus. Auch wenn Frank diese Gerüchte bisher mit einem Lächeln nahm, fragt er sich nun, was passiert, wenn es irgendwann wirklich ernst wird? Wenn man dann wirklich stirbt, dann glaubt es keiner mehr, erzählt er offen. Trotz allem bleibt der 81-Jährige ein unermüdlicher Entertainer. Seit über 60 Jahren steht Frank Schöbel auf der Bühne, ausgezeichnet mit der Goldenen Henne für sein Lebenswerk und vielen anderen Ehrungen. Und er ist noch lange nicht fertig. Am 9. November wird er in der MDR-Sendung Der Sound der Wende, Musik ohne Grenze, N, zu sehen sein. Und seine Fans können sich schon auf die kommenden Weihnachtskonzerte freuen. Lasst uns gemeinsam das Vermächtnis dieses Schlageridols feiern und dabei in Erinnerungen schwelgen.